Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute ist bei mir folgendes riesiges Geschenkpaket bei mir abgegeben worden. Ich habe noch nicht reingeguckt. Es ist von Lenovo und hier drin steht: Hallo Carsten, ganz viel Text. Anscheinend geht es darum, dass das erste ThinkPad, damals natürlich noch von IBM, jetzt 25 Jahre alt geworden ist. Aus dem Grund gibt es folgende Pressemitteilung, die heute auch an die ganzen Mediennasenbären verteilt wurde. Es gibt eine Special Edition von diesem Teil, Full HD Display, i7 750U, 14 Zoll, mit Touch für einen Schnäppchenpreis. Ich habe es mir alles noch nicht durchgelesen. Ich glaube, irgendwo war was von 2380 Euro für das Ding. Das ist natürlich echt mal eine dicke Hausnummer. So, und wer sich jetzt denkt, das Ding ist da drin. Nein. Für so irre halte ich Lenovo nicht. Ich glaube, ich habe eben auch in diesem Anschreiben gesehen, dass das hier ein Schokoladenlaptop sein soll. Deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Ist auf jeden Fall nett eingepackt von Lenovo. Freut mich natürlich, dass die der ThinkPad-Reihe nach wie vor so treu sind. Natürlich, ich kenne auch viele, die sagen, früher waren die Dinger immer noch besser. Ne? Wir kennen sie alle, diese knallharten Businessmaschinen mit der geilen Tastatur. Ja. Aber immerhin. So, wir gucken jetzt einfach mal rein, wie rum. Ah, als Werkzeug. Oh, wie cool. als Werkzeugköfferchen mit dem ThinkPad-Teil drin. So, wie macht man das jetzt auf? Da ist nichts. Ach, guck mal, auch vom Design wirklich so gehalten. Da seht ihr mal für die Jüngeren unter euch, ne? Das ist Pi mal Daumen wirklich auch mit den Originalanschlüssen noch. So sah vor 25 Jahren ein Laptop aus. Und das war damals noch wirklich was. Und wenn wir jetzt überrechnen, das iPhone geht jetzt ins 11. Jahr. Also 10 Jahre Smartphones, da noch irgendwo noch mal die Netbooks. Und krass, 25 Jahre ist das Ganze schon her. Wir gucken mal weiter. Da drin verbirgt sich. Oh, Mittelbeleuchtung. Seht ihr gar nicht. Guckt mal, das Ding hat die Lampen an. Da oben leuchtet es. Naja, zumindest anscheinend 1, 2. Das andere ist keine Lampe. So, wir sehen 25 Jahre History. Einmal auf Englisch das Ganze. Ne? Wir feiern einmal 25 ThinkPad-Jahre mit Trackpoint. Ui, wie cool. So, da drin befindet sich einmal. Ist schon kaputt, aber was soll's. Eine Tastatur aus Schokolade. Wie cool ist denn das? Es ist eine QWERTY-Tastatur für die Leute, die sich fragen. Sogar mit Windows-Logo. Ich bin ziemlich sicher, die erste Tastatur hatte damals keine Windows-Taste. Müsste man eigentlich echt nochmal gucken, ob die damals wirklich so aussah. Vielleicht kann das mal einer schnell googeln. So, was gibt's sonst noch? Think Future und Think History. Also, da drin ist, kann man das rausziehen? Da ist jetzt einmal wieder unser roter Trackpoint. Einmal die Geschichte, ne? 25 Jahre, 2000, achso, und dann einmal durch die Zeitgeschichte. Okay, Schritt 1. Dann sehen wir hier die geheimen Produkte, die Lenovo in den nächsten 25 Jahren veröffentlichen wird. Wahrscheinlich eher nicht, nö, das ist einfach nur ein Notizbuch. Okay, und dann haben wir einmal den Keep Thinking Button, was auch immer man damit macht. Ist das ein Kühlschrankmagnet? Sekunde. Nee, das ist kein. Ist das ein Magnet? Sekunde. Ich muss mal ganz kurz zum Kühlschrank. Yep, das Ganze ist ein Kühlschrankmagnet. Und damit ist die Box auch leer. Also wer sich jetzt hier denkt, da ist irgendwie noch was Verstecktes. Nein, das ist nur. Das ist die eine nette. Ja. Lenovo Erinnerungsbox an 25 Jahre ThinkPad. In einer coolen Box mit Notizblock, einem Kühlschrankmagneten und einer Tafel Schokolade. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!